Bevor wir mit der eigentlichen Übung starten, möchte ich euch kurz das wichtigste Werkzeug für die Konstruktion eines Kreises vorstellen, den Zirkel. Ein Zirkel, der hat hier unten eine Nadel. Passt auf, dass ihr euch damit nicht wehtut. Diese Nadel verwendet man, um bei einem bestimmten Punkt einzustechen. Das hier, am anderen Fuß sozusagen, ist die Bleistiftmine. Mit dieser wird der Kreis gezeichnet, indem man eine kreisförmige Bewegung mit der Hand macht. Also ungefähr so. Der Zirkel lässt sich auch in der Größe verstellen. Die meisten Zirkel haben hier zwei Klammern. Drückt diese beide gleichzeitig und zieht den Zirkel auseinander bzw. zusammen. Diese Klammern werden für grobe Größenänderungen verwendet. Für feine und genaue Größenveränderungen gibt es das Rad. Dreht daran und die Größe wird entweder etwas kleiner bzw. der Zirkelabstand wird etwas größer. Einen Kreis zeichnet man, indem man mit der Nadel in ein Blatt Papier sticht, die Mine auf das Papier setzt und mit einer kreisförmigen Handbewegung einen Kreis zieht. In diesem Lernvideo wird es jetzt der Ernst, denn wir werden unseren ersten richtigen Kreis konstruieren. Um einen Kreis konstruieren zu können, müssen wir immer wissen, welchen Radius er hat. Für dieses Beispiel verwenden wir einen Radius von 5 cm. In der kurzen Sequenz davor habe ich euch bereits gezeigt, wie euer Zirkel aussieht und woraus er besteht und wie er funktioniert. Den Zirkel brauchen wir jetzt, um den Kreis zeichnen zu können. Dafür müssen wir den Radius, also in diesem Fall sind das 5 cm, in den Zirkel nehmen. Ich empfehle euch jetzt da, vor allem anfangs, solange ihr noch nicht so viel Übung habt, immer Folgendes, und zwar zeichnet euch eine Hilfslinie. Eine Hilfslinie, die genauso lang ist wie der Radius. Machen wir das einmal. Nehmen wir also das Lineal und zeichnen wir eine 5 cm lange Hilfslinie. Gut. Und jetzt nehmen wir den Zirkel und stechen bei einem Endpunkt dieser Strecke ein mit der Nadel und stellen den Zirkel genau so ein, dass er mit der Mine den anderen Endpunkt genau trifft. Das kann etwas dauern, also ihr müsst hier ein bisschen rumstellen beim Rad, wenn ihr kleine Abstände machen wollt, oder sonst bei den zwei Klemmen, wenn ihr große Abstände machen wollt. Und es macht auch gar nichts, wenn das ein bisschen dauert, lasst euch da ruhig Zeit, denn es ist wichtig, dass es sehr genau ist. Und schlägt am besten immer mit der Mine am Papier etwas ab, um zu sehen, ob die Zirkelmine auch wirklich den Endpunkt trifft. Als nächstes müsst ihr jetzt einen Mittelpunkt einzeichnen, wenn noch keiner von der Angabe her vorgegeben ist. Also jetzt zeichnen wir einen Mittelpunkt ein, machen ein kleines Kreuzchen und beschriften diesen auch gleich mit einem großen M. Und jetzt nehmt ihr diesen eingestellten Zirkel, passt auf, dass ihr nichts mehr verstellt, und stecht mit der Nadel genau im Mittelpunkt ein. Jetzt können wir den Kreis konstruieren. Passt aber auf, dass ihr nicht euer Handgelenk verkrampft, denn dann wird es ziemlich schwer zum Zeichnen und dann könnt ihr verrutschen und dann wird das Ganze nichts. Wenn die Kreislinie zu locker wird, was leicht der Fall sein kann, dann zieht diese Stellen einfach nochmal nach, so wie ich das hier gerade mache. Und zum Schluss, wenn wir jetzt ja diesen Kreis haben, nehmen wir noch ein Lineal und zeichnen den Radius ein. Vergesst nicht, ihn mit einem kleinen R zu beschriften. So, und das wär's. Fertig sind wir mit unserem ersten Kreis. Jetzt kann es aber auch passieren, dass nicht der Radius, sondern der Durchmesser des Kreises gegeben ist. Machen wir am besten ein Beispiel. Es sei also ein Durchmesser mit der Länge von 12 cm gegeben. Aber, noch einmal, zur Kreiskonstruktion benötigen wir immer den Radius. So, das Ganze ist jetzt aber kein Problem, denn, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, das hoffe ich mal von den Videos zuvor, ist der Durchmesser ja nichts anderes als der doppelte Radius. Dividieren wir den Durchmesser also durch 2, erhalten wir den Radius. Also 12 dividiert durch 2 ergibt 6. Der Radius ist also 6 cm lang. Und jetzt können wir den Kreis ganz normal konstruieren, so wie wir das gerade zuvor gemacht haben. Das heißt, ich mache das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf, damit ihr nachher gleich selbst loslegen könnt. Wir zeichnen also zuerst wieder die Hilfslinie, die so lang ist wie der Radius.
Zweitens, wir nehmen diesen Abstand in den Zirkel. Aufpassen, dass ihr dabei genau seid. Drittens, wir zeichnen den Mittelpunkt ein. Viertens, wir stechen mit dem Zirkel beim Mittelpunkt ein. Fünftens, wir konstruieren den Kreis. Und sechstens, wir zeichnen den Radius ein und beschriften ihn auch. Und damit ist der Kreis wieder fertig. Mit diesem Wissen könnt ihr jetzt da das Übungsblatt G4 bearbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Konstruieren eures ersten Kreises.